Dieser Gefährte Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahm an allen Schlachten an der Seite des Propheten teil. Nach dessen Tod fungierte Sa'id radiallahu an als Ratgeber der darauffolgenden Kalifen. Als Umar radiallahu an Kalif wurde, ging Sa'id ibn Amir al-Jumahi radiallahu an zu ihm und riet ihm Folgendes: Ja Umar, ich gebe dir einen guten Rat. Fürchte Allahu ta'ala in Bezug auf die Verantwortung, die er dir gegeben hat, und tue keinem Menschen Unrecht an. Ja Umar, deine Worte dürfen deinen Taten nicht widersprechen. Die beste Aussage ist nämlich jene, die mit den Taten bestätigt wird. Ja Umar, gib jedem Menschen sein Recht, sei er dir nah oder fern, und wünsche ihnen das, was du auch dir und deiner Familie wünschst. Und sprich die Wahrheit und fürchte außer Allah subhanahu wa ta'ala niemanden. Der Kalif radiallahu an antwortete ihm mit folgenden Worten: Wer, ja Sa'id, vermag dies zu tun? Er antwortete: Ein Mann wie du, der von Allah subhanahu wa ta'ala die Aufgabe bekam, Kalif über die Muslime zu sein. Umar radiallahu an bat Sa'id, alsbald Gouverneur der Stadt Homs zu werden, was dieser zunächst ausdrücklich ablehnte. Umar radiallahu an bestand jedoch darauf: Bei Allah subhanahu wa ta'ala, ihr habt mir diese Verantwortung an den Hals gehängt und wollt mich nun im Stich lassen? Das werde ich nicht zulassen. Somit wurde Sa'id radiallahu an unter der Befehlsgewalt von Umar zum Gouverneur von Homs ernannt. Umar radiallahu an empfing Jahre später eine Delegation aus Homs, die eine Liste der dort ansässigen Bedürftigen mit sich führte, und musste erkennen, dass der Amir von Homs dort ebenfalls namentlich aufgeführt war. Bei Allah, es vergehen viele Tage, ohne dass in seinem Haus Feuer zum Kochen angezündet wird, wird Sa'ids Situation in kurzen Worten beschrieben. Dies ergriff den Kalifen so sehr, dass, wie in Quellen zu lesen ist, sein Bart mit Tränen benetzt wurde. Daraufhin ließ ihm Umar radiallahu an Geld zukommen. Statt dieses Geld als Verbesserung seiner Notlage zu betrachten, sah Sa'id radiallahu an darin vielmehr ein Leid. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, entgegnete Sa'id radiallahu an. Die Dunya ist zu mir gekommen, um mir das Jenseits zu zerstören. Eine große Prüfung ist in mein Haus eingekehrt. Obwohl er selbst zu den Mittellosen gehörte, behielt er nichts von dem Geld, das ihn Umar radiallahu an sandte, sondern verteilte es unter den Notleidenden von Homs. Trotz allem beschwerten sich die Einwohner von Homs, als sie von Umar radiallahu an nach ihrem Amir befragt wurden, über Sa'id radiallahu an. Umar radiallahu an war auf dem Weg nach Jerusalem, als er unter anderem an der Stadt Homs vorbeikam. Die Stadt hatte den Spitznamen Kuwaifa, der von dem Namen der Stadt Kufa abgeleitet wurde. Die Einwohner Kufas hatten nämlich den Ruf, dass sie von keinem Amir zufriedenzustellen waren. Da man den Bürgern von Homs ebenfalls diese Eigenschaft nachsagte, jedoch in einem geringeren Ausmaß, wurde Homs kleines Kufa genannt. In Homs angekommen, fragte Umar radiallahu an in seiner Funktion als Kalif die Bewohner sogleich nach ihrem Amir, um nachzuprüfen, ob die Personen, die er als Gouverneure in den verschiedenen Orten eingesetzt hatte, auch gerecht waren. Die Bewohner antworteten direkt: Wir haben genau 4 Beschwerden über unseren Amir, und eine von ihnen ist schlimmer als die andere. Der Kalif versammelte am nächsten Morgen alle Bewohner und den Amir, um die Angelegenheit zu klären. Er sprach zu den Bewohnern: Nennt mir eure Beschwerden. Sie antworteten: Die erste ist, dass unser Amir jeden Morgen erst verspätet zu uns kommt. Umar radiallahu anh gab die Begebenheit mit folgenden Worten wieder: Ich sagte: Ja Sa'id, du hast die Möglichkeit, dich zu verteidigen. Was sagst du dazu? Sa'id ibn Amir al-Jumahi radiallahu anh antwortete: Bei Allah, ich habe mir gewünscht, dass dies immer ein Geheimnis bleibt. Aber jetzt ist es notwendig, es zu verraten. Ich persönlich habe keinen Diener, der mir hilft. So stehe ich früh am Morgen auf und backe das Brot, mache das Essen für meine Familie, bete 2 Raka'a und gehe dann zu den Muslimen. So sagte ich zu den Bewohnern: Dieser Fall ist geklärt, der neue Amir ist entschuldigt und kann nichts für seine Verspätung, so nennt mir eure 2. Beschwerde. Sie sagten: Während der Nacht macht er keinem von uns die Tür auf und er antwortet uns nicht einmal. Ich wandte mich an Sa'id: Ja Sa'id, was willst du nun sagen? Er schwieg zunächst und sagte dann: Bei Allah,
Auch dies wollte ich geheim halten, aber nun muss ich nachgeben. Ich habe meinen Tag für die Menschen bestimmt und die Nacht für Allah Ta'ala und möchte mich in der Nacht ganz allein ihm zuwenden. Erleichtert fragte ich weiter, was ist eure dritte Beschwerde? Sie entgegneten, einmal im Monat jedoch kommt er gar nicht zu uns raus und keiner von uns hat die Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. So wandte ich mich verwundert an Said, der antwortete, bei Allah, ich besitze zum Anziehen nichts anderes als das, was ich auch jetzt anhabe. Und einmal im Monat ziehe ich diese Kleidung aus und wasche sie. So muss ich warten, bis sie trocknet und gehe dann erst zu den Menschen. Erleichtert fragte ich weiter, nennt mir nun eure letzte Beschwerde. Sie sagten, ab und zu bekommt er einen Nervenzusammenbruch und verliert ganz plötzlich sein Bewusstsein, ohne jeglichen Grund. Ich sagte zu Said, ja Said, was willst du nun sagen? Er antwortete, ich habe erlebt, wie Khubayb ibn Adi radiallahu anh umgebracht und aufs Schlimmste misshandelt und gefoltert wurde, während meiner Jahiliyyah als Nichtmuslim. Und ich habe gehört, wie die Quraysh ihn fragten, wäre es dir nicht lieber, dass Muhammad an deiner Stelle wäre, während du selbst bei deiner Frau und den Kindern bist? Und er als Antwort daraufhin sagte, bei Allah, mir wäre es nicht einmal lieber, dass ich zu Hause mit meiner Familie zusammensitze, wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch nur ein Dorn stechen würde. Und immer wenn ich daran denke und weiß, dass ich ihm in diesem Moment nicht geholfen habe, denke ich, dass Allah mir niemals verzeiht und verliere augenblicklich mein Bewusstsein. Sa'id radiallahu anh konnte sich nie wieder von dieser Erinnerung lossagen und er hat diesen Ereignissen Taten folgen lassen. Das Wissen um Khubaybs grauenvollen Tod lebte in seinem Einsatz weiter. Unter Schlägen wurde er zu seinem Hinrichtungsort geführt. Sa'id berichtete, dass der Gefährte radiallahu anh noch eine Bitte an die Quraysh richtete. Wenn ihr mich 2 Raka'a beten lassen würdet, so würdet ihr etwas Gutes tun. Diese wurden ihm auch gewährt. Anschließend richtete er folgende Worte an die Führer der Quraysh. Bei Allah, wäre es nicht so, dass ihr denkt, ich hätte Angst vor dem Tod, so hätte ich mein Gebet verlängert. Die Quraysh massakrierten Khubayb radiallahu anh, indem sie ihn langsam bei lebendigem Leibe zerstückelten und dabei immer wieder die gleiche Frage stellten, auf die sie von Khubayb radiallahu anh die gleiche Antwort erhielten. Würdest du dich retten wollen, sodass an deiner Stelle Muhammad steht? Khubayb radiallahu anh hatte das Jenseits aber vor Augen. Subhanallah, vergleicht mal ihre Beschwerden mit den heutigen. Heutzutage gibt es keine Augenzeugen von Khubaybs Hinrichtung mehr, aber es gibt die andere Kategorie. Und zwar die Kategorie der Leute, die es überliefert bekommen haben. Diese sollen wissen, dass die Gefährten nicht zu solchen Leistungen fähig wurden, weil sie Sahaba waren. Vielmehr wurden sie Weggefährte des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, weil sie zur enormen Leistung bereit waren. Der Gesandte Allahs alaihi wasallam hat gesagt, wer stirbt, ohne dass er sich für die Sache Allahs eingesetzt hat und sich nie darüber Gedanken gemacht hat, der ist nicht frei von Heuchelei gestorben.